So, wir machen Après-Ski ohne Ski. Eine rote Karte. Oder? Eine Giraffe. Die Familie ist im Bann von Uno. So, ich habe die Saskia gefunden. Tada! Tada! Und wie fühlt sich das an? Herrlichstes Wetter hier im Gosautal. Ja, es ist Gosautal. Da ist auf jeden Fall das Dachsteinmassiv. Ja, das sieht man aber nicht, weil da direkt die Sonne herkommt. Das heißt, es ist ein großes, helles Etwas. Das ist unser Hotel, die ganze Anlage. Da sind auch noch so Wohnungen, Chalets dabei. Oh, und keine Wolke am Himmel. Keine Wolke. Oh, doch, da. Das ist der Wahnsinn. Wenn ich überlege, dass ich eigentlich den Peter überzeugen wollte, nach Gran Canaria oder Dubai zu fliegen. Dummerweise meine Sonnenbrille nicht mitgenommen. Ich habe dem Peter schon meine aufgesetzt. Darf ich noch? Nein. Ups, Vorsicht, hier, wir sind in der Loipe. Ah, oh. Oh nein. Oh je, werde ich jetzt bestraft? Die hört da auf, glaube ich. Das geht gar nicht. Das kenne ich noch aus dem Harz, wenn irgendwelche Deppen so Fußgänger wie wir in der Loipe rumstapfen. Ah, das ist ja krass. Ich wusste gar nicht, dass so Loipen so krass gespult sind. Wahnsinn! Es kann sein, dass hier sogar irgendwo unsere Kinder rumlaufen, weil wir haben es tatsächlich geschafft, die heute abzugeben. Um 10 Uhr fing es an, in diesem Kinderbetreuungsspielbereich. Ups! Da sinkt man ja ein. Da wurden Muffins gebacken und dann sind alle gemeinsam zum Mittagessen gegangen. Was machen die jetzt? Jetzt machen sie eine Schatzsuche irgendwo hier draußen. Und es ist schon echt der Wahnsinn, was da für die Kinder geboten wird. Und ich muss sagen, warum die sich betreuen lassen, ist mit unseren Kindern nicht immer so einfach, weil die brauchen schon so ihre Bezugspersonen oder Leute, die sie kennen. Aber da muss ich echt sagen, das sind lauter so ein super junges Team und alle sind sofort so super lieb, ne? Und so, ach, die Lili, die Luisa, jetzt schauen wir mal. Und so, oder? Wir kriegen da übrigens auch so lustige kleine Knöpfe anmontiert, sodass wenn sie mal irgendwie rausrennen wollen aus diesem Kinderbereich, dann piept das so ähnlich, wie man bei H&M was klauen will. Auf jeden Fall war das heute mal so eine Art Testballon, dass wir ausprobieren wollten, wie lange können wir die Kinder eigentlich weggeben. Und wir spielen mit dem Gedanken, das eventuell in dieser Woche nochmal auszunutzen und Skifahren zu gehen. Das wäre schon toll. Also wenn das Wetter so ist und der Peter, wir zwei beim Après-Ski. Das wäre schon a Gaudi. Aber es ist jetzt also ich finde es so toll. Ich muss dazu sagen, um das jetzt auch mal ein bisschen einzuschätzen, ich glaube, es ist der Ja, die Gesichtsmuskeln frieren irgendwann ein, wenn das so kalt ist. Also nochmal, ich glaube, es ist der erholsamste Urlaub wirklich, seit ihr auf der Welt sind. Ich habe mich vorhin dabei ertappt, wie ich bei uns da im Hotel Dachsteinkönig auf dem Balkon saß mit einem Buch in der Hand und las. Und ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, das gab es echt 5 Jahre lang nicht. So wirklich Zeit, weißt du? Ich renne ja nur rum. Also wir beide, wir sind ja nur am Arbeiten. Und ein weiteres großes Ziel von mir ist, meine Frau noch mit in diese große Riesenrutsche zu zerren. Vielleicht sieht man sie jetzt da hinten. Die ist nämlich total genial. Da fährt man so auf so Schlauchbooten runter in den Wasserspaßbereich. Da sind noch diverse Rutschen, aber das geht echt ab, das Ding. Ja, ich freue mich auch schon total. Also wie gesagt, das hat sehr gut geklappt mit der Kinderbetreuung. So gut, dass die Kinder jetzt, nachdem wir sie abgeholt haben, ganz müde sind. Dabei wollten wir mit den Kindern noch einen kleinen Ausflug machen, denn ehrlicherweise haben wir das Hotel noch nicht so oft verlassen in den ersten Tagen. Deshalb dachten wir, machen wir heute mal eine kleine Seilbahnfahrt. Was ist denn hier los? Die Luisa wollte gerne meine Schuhe anziehen. Da habe ich gesagt, ja, dann habe ich ja keine. Da hat sie gesagt, ja, das macht doch nichts. Oh oh. Jawohl. Weiter geht's. Wieder Yeti. In riesengroßen Schritten.
Ja, da kann man nichts abmachen. Das ist hier doch die Dekoration. Sahne in die Waffel. Heute mal Sahne in die Waffel. Ich helfe dir gleich. Hier hätten wir auch noch die Wahl, uns Eis selber zu zapfen. Aber wir nehmen neue Sahne. Weil Luisin mag am liebsten Schoko und heute gibt es Erdbeer und Mango Frozen Joghurt. Sahne in der Waffel. Und wir warten hier nämlich mit unserem Kleiderhaufen, dass unser Kind aufwacht. Wir warten auf das große Erwachen. Hier kann man rund um die Uhr essen. Das ist hier ja all inclusive. Und das ist unglaublich. Wir kommen gerade im Prinzip vom Mittagessen und dann ist hier schon wieder alles Mögliche aufgebaut. Also Suppe und irgendwelche japanischen Teigröllchen. Da gibt es Teig für eine Brotzeit. Achso, Salat ist auch schon wieder da. Dann kann man die hier so drauf bestimmen. Was macht ihr jetzt da? Die Sahne schmeckte nach gar nichts. Und deshalb mache ich das, was ein guter Vater in so einem Moment tun sollte. Ich verziere die Sahne mit Smarties und Gummibärchen. Sehr gut. Du bist ein sehr guter Vater. Das wissen wir spätestens jetzt. Ja. Und dann passiert das, was dann immer passiert, weil es ein bisschen zu lange dauert. Verliert sie das Interesse und wer darf nachher dieses leckere Sahne alles mit diesem ganzen Süßkram oben drauf essen? Der Papa. Der Papa. Was man alles essen muss, ne? Nur damit es nicht weggeschmissen wird. Ich hasse das, ich hasse Verschwendung, ne? Und deshalb isst ihr ja auch alles. Sieht doch schön aus, oder? Mahlzeit. Und, kannst du den schon streicheln? Ah, und wie fühlt sich das an? Warm. Ja, fass mal hier an. Ich glaube, die fressen gerade die Überreste vom Weihnachtsbaum, der hier gerade abgedekoriert wurde. So, hier sieht man noch mal den Dachstein hinter uns. Wunderschön. Ist das nicht das Dachsteingebirge? Oder wie auch immer. Ich glaube, den Dachstein, was ist ja der Stein? Der, ne? Dachstein. Der Dachstein. Das Skigebiet heißt auf jeden Fall Dachstein. Urlaub mit Klugscheißern. Und hier ist die Liftanlage, der Hornspitz-Express, mit dem wir jetzt fahren werden. Genau, mit dem fahren wir jetzt alle einmal hoch und gucken mal, was da oben so geht. Und dann fahren wir wieder runter. Ja. Hier ist was los. Wow. Guck mal hier, guck mal, Lilly, das ist eine Pistenraupe. Ne, die macht den Schnee immer schön platt, damit die Leute schön Skifahren können, die Verwöhnten. Man fühlt sich als Fußgänger inmitten, wenn man bei den ganzen Skifahrern ansteht, echt so mega unsportlich, wie so eine Oma. Ja, ganz schrecklich. Ich habe vorher auch immer mit großer Verachtung als Skifahrer auf die Leute heruntergeblickt, die als Fußgänger mit so einem Skilift gefahren sind. Ging ja gar nicht, ne? Und jetzt gehören wir selbst dazu. Guck mal, das habe ich früher auch gemacht, das kleine Kind. Hier so diese, oh, das ist ja cool. Abfahrtsläufe hier. Der Peter ist ja ohnehin ein exzellenter Skifahrer. Der Peter fährt echt fast wie so ein Weltcup-Fahrer. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich war früher als Kind jahrelang so eine Pistensau, die nicht einen Bogen gefahren ist, immer nur Schuss runter. Und das war natürlich jetzt für den Stil nicht so gut. Wir machen jetzt mal wieder zu hier, ne? Ich will noch eine Sache sagen, ja. Ich war auch so, ich bin immer so Schuss gefahren und konnte dann nicht bremsen. Da bin ich einmal in so eine wartende Menschenmenge am Skilift gefahren. Und da habe ich so Ärger gekriegt, dass ich danach mich diszipliniert habe. So, wir machen Après-Ski ohne Ski. Das ist irgendwie so... Also das Deprimierendste an dieser Gondelfahrt gerade war, dass sie extra für uns das Tempo noch mal gedrosselt haben. Als wenn da so Rentner einsteigen. Wir sind im Prinzip sowas wie Rentner. Deprimierend. Fußgänger in dem Skigebiet. Ich kann die nicht empfehlen. Die Kinder gehen spielen, die Frau bringt den Alkohol. Was ist das? Ich dachte, wenn wir schon so rentnermäßig unterwegs sind, dann muss man auch ein kleines Eierlikörchen trinken mit einer Prise Rum.
Und wie sagt man hier Schlagobers? Klingt nach einem Wellness-Drink. Eierlikör mit Schlagsahne und Rum. Ich hätte es gar nicht gekauft, aber vor mir haben es die Leute gekauft und habe ich gedacht, es sieht so appetitlich aus. Das ist jetzt unser Nachtisch. Es ist warm. Oh ja. Mm. Und löffelt man das jetzt, oder? Mmh. Oh, das schmeckt köstlich. Ach, wenn wir es uns jetzt mit Skifahren verdient hätten, dann würde es noch besser schmecken. Noch nicht eine Kalorie verbrannt heute. Köstlich. Köstlich, oder? Mhm, total lecker. Ist doch super lecker. Ja, echt, mein neuer Lieblingsdrink. Auch das ist äußerst ungewohnt, mit so einem leichten Glimmer. Nicht auf den Skiern. Hallo. Den Berg runterzufahren, das sondern... Das darfst du nicht sagen. Oh, ist das verboten? Ja, man darf, glaube ich, bestimmt nicht. Aber das machen doch alle. Nein. Eben gerade haben doch ganz viele Leute da Alkohol getrunken und sind noch mit den Skiern runtergefahren. Ich weiß, das darf man nicht machen, haben wir auch nie gemacht. Deshalb ist uns dieser Weg von der Mittelstation runter ins Tal mit dem Lift total vertraut. Wow, super. So, wenn wir jetzt noch nicht müde wären, könnten wir uns hier in der großen Turnhalle müde spielen. Aber das tut gar nicht laut. Wir geben die Kinder jetzt noch mal ganz kurz im Kindergarten ab. Dann vergnügen sich meine Frau und ich kurz an der Bar. Und dann geht's zum Abendbrot. So, wie gesagt, das habe ich die Kinder noch kurz im Kindergarten abgegeben und wir versuchen hier gerade so ein kleines Experiment. Wie viele Klamotten kann meine Frau auf einmal schleppen? So, wir haben hier Winterhandschuhe, Schuhe, Winter-Skianzüge, diverse Jacken, ein Lebkuchenpräsent. Und jetzt rein mit dir! So, und hiermit beginnen die 10 Minuten, die ich heute alleine für mich habe. Was mache ich nur damit? Mit so viel Zeit? Ich weiß es nicht. So, du kannst jetzt drauflegen, entweder eine rote Karte oder einen Tiger. Also kannst du dir überlegen, was hast du da? Sehr gut. So, jetzt kann ich was drauflegen, Lilly? Eine rote Karte. Oder? Eine Giraffe. Genau, siehst du? Also, da ich keine rote Karte habe, aber eine Giraffe, lege ich die Giraffe drauf. Und du? Aber ich habe eine Giraffe. Genau, kannst du super. So, Luisa, jetzt bist du dran. Guck mal. Ein Flamingo und ein Grün. Genau. Die Familie ist im Bann von Uno. Und das ist sehr lustig, weil das Uno-Spiel hatten wir heute als Geschenk verpackt auf unserem Tisch liegen, weil nämlich die Frau Stengle vom Hotel hat unseren letzten Vlog gesehen und da sagt ja Peter, ja, man muss nicht Skifahren können oder irgendwie so, Uno gibt's auch oder irgendwie so, ne, Peter? Jawohl. Und dann hat sie das da hingelegt, ist das nicht nett? So, und jetzt ist die Familie im Uno-Bann. Wir haben auch direkt am Frühstückstisch schon eine Runde gespielt und jetzt geht's weiter, aber dann in wenigen Stunden gehen wir raus zum Schlittenfahren! Und das Schlittenfahren war super. Kurzer Zeitsprung. So, meine Frau ruht sich aus. Ja, ich poste gerade ein Foto von Peter und den Mädels bei Instagram und schreibe jetzt der Saskia eine Nachricht von Saskias Beauty-Blog. Saskias Beauty-Blog heißt das. Weil wir uns nämlich auch nochmal treffen und auch zusammen vloggen. Juhu! Yeah. So, was machen soll die? Das heißen? Machen die Kinderchen, die liegen hier in ihrer Höhle und schlafen. So, ich habe die Saskia gefunden. Tada! Tada! Wir haben uns ja eigentlich schon vorher gefunden, aber wir haben unsere Kamera halt immer nicht griffbereit gehabt. Oh, wir haben ja eben auch, wir haben ja eben auch schon ein bisschen gesprochen. Es ist ja doch auch ein großer Unterschied, ne? Der Urlaub so mit Kind und ohne Kind. Oh ja, das ist echt ein Unterschied. Ey, wenn ich überlege, früher war ja Urlaub so ausschlafen, entspannen. Und jetzt ist echt irgendwie so das Gegenteil. Oh, da kommt ist wirklich anstrengend. Wir haben auch gesagt, wir sind beide schon total müde, obwohl es eigentlich voll früh ist. Das ist total schlimm. Es ist erst 8 Uhr. Ja.
Das ist die Mutti-Zeit zum ins Bett gehen wahrscheinlich. Irgendwie zu Hause muss ich sagen, bin ich fitter als hier. Irgendwie ist so, oder? Ehrlich? Ja, also es ist super schön, aber irgendwie, wenn man natürlich die ganze Zeit mit dem Kind ist und spielt und macht und tut, wird man total müde. Ja, ja, komm zu mir. Ja, komm, Lilly. Komm zu mir. Ich komm gleich. Und das ist ja krass, dein Leben hat es ja auch sehr verändert. Also wir werden ja oft auch von Leuten geguckt, die jetzt nicht unbedingt YouTube oder so Abonnenten sind und so. Ne? Ja. Und du bist ja sehr erfolgreich bei YouTube und Instagram. Du musst dich übertreiben, ne? Wie hat sich denn dein Leben so verändert durch dieses Social Media? Ja, privat ist eigentlich vieles gleich geblieben. So, ich habe immer noch die gleichen Freunde und alles. Also das ist gleich geblieben. Ich habe jetzt nur einen anderen Job, der mir deutlich mehr Spaß macht als alle anderen Jobs zuvor. Was hast du vorher gemacht? Ich war im Verkauf zuletzt tätig. Ja, und so kann ich mir meine Zeit einteilen und irgendwie sehe ich das immer noch als Hobby und nicht als Arbeit an. Deswegen ist das natürlich toll. Ja, und mit Baby ist natürlich praktisch, ohne eben diese festen Arbeitszeiten. Ja, voll. Weil ich mache das halt auch alles abends, wenn der Kleine schläft. Also er kriegt von der Arbeit gar nichts mit eigentlich. Und wie oft postest du oder machst du irgendwas? Also hast du schon so regelmäßige Zeiten? Ich mache das nach Lust und Laune. Also ich mache das gar nicht, dass ich sage, also ich muss jetzt heute um 20 Uhr, da muss ein Bild online sein. Sondern wenn ich Lust habe zu fotografieren, dann mache ich das einfach. Und Videos mache ich aber zweimal die Woche, mittwochs und sonntags. Ah ja, und da müsst ihr unbedingt vorbei. Also falls ihr das ja nicht kennt, gibt es ja auch viele so Schminktutorials und so hast du auch. Ja, mache ich auch manchmal. Genau, und natürlich viel Familie. Familie. Mit dem süßen kleinen Milan und genau. Der Mann. Macht der Mann eigentlich auch mit und filmt er dich auch und so? Nee, der macht es nicht. Also manchmal filmt er mich, aber der möchte immer nicht mit drauf und der Milan auch nicht. Also ja. Man sieht da leider nur mich oder die anderen zwei von hinten. Ja, von hinten ist es auch okay. So, und ich glaube, wir müssen jetzt nochmal einen trinken. Ja, das müssen wir machen. Wahrscheinlich was Alkoholfreies bei mir, weil ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber ja. Ich habe Kopfschmerzen und trinke trotzdem. Yeah, wir haben es an die Bar geschafft. Prost. Meinst du, alkoholfrei, möchte ich dazu sagen? Das ist sehr brav. Das ist ein Angeben hier. Nein, das ist echt, ich bewundere es, aber ich kann nicht anders. Ich muss leider trinken. Nee, ich würde auch gerne, aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen dazu. Oh Mann, ja. Aber naja, man kann, man, ne? Kein Alkohol ist auch keine Lösung, wie ich immer gerne sage. Ich wollte dich dann noch was fragen. Ach genau, bist du ansonsten auch eher so Partymensch oder eher Couch? Eigentlich war ich früher eher Party, aber mittlerweile bin ich eher Couch. Ja. Ja. Es geht mir genauso. Also ich gehe unter so viele Serien. Auch gern, ja, wir auch. Ja? Guck gerne Filme auch und so ein Kram, ja. Tja. Naja, aber ab und zu muss man es natürlich auch mal krachen lassen. Ab und zu muss man raus. Aber man merkt ja auch, dass die Leute alle so jung sind, wenn man weggeht und dass man nicht mehr so ganz dazugehört. Ey, Saskia, bitte. Ja, du scharfer, steiler Zahn. Ich will nicht meinen dicken Bauch. Auf damit. Das müssen wir uns jetzt alles mal, ich kann nicht mal sagen, wegtrinken. Das geht ja gar nicht. Oh Gott, immer jetzt gehen wieder die Schwangerschaftsgerüchte los, weil ich was Alkoholfreies drin gemischt habe. Ach so, das, ist das so? Ja. Also ich bin jetzt schwanger. Wir arbeiten da noch dran. Prost! Es schneit und schneit. Heute ist unser letzter Tag. Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir heute vielleicht doch nochmal Skifahren gehen könnten, aber bei dem Wetter hat sich das schon erledigt. Ist aber nicht so schlimm, wir machen was anderes Nettes. Wir haben gestern Abend noch ganz lange zusammengesessen mit Leuten, die wir kennengelernt haben. Zwei Münchner, ein Paar mit einem Kind. Das hat gestern noch bei so einer kleinen Kindermodenschau mitgemacht. Das haben wir uns angeguckt. Danach gab es noch eine krasse Aftershow-Party in der Milchbar. Ja, das war sehr nett. Also man lernt ja sehr viele Menschen mit Kindern, die in einem ähnlichen Alter sind, kennen. Und ja, aber das war es jetzt auch schon wieder fast. Heute haben wir noch einen Tag, den werden wir noch irgendwie schön genießen. Vielleicht noch mal schwimmen gehen und irgendwie ein bisschen die Zeit uns sinnvoll vertreiben. Die Kinder und die Frau schlafen noch. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns natürlich auf eure Kommentare oder wenn ihr uns abonniert, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Das ist selbstverständlich kostenlos. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Tschüss!